So, es ist endlich fertig. Naja. Ihr seht. Ja, was seht ihr denn eigentlich? Also um es kurz zu machen, das ist jetzt die Bedini-Version, wo ich alles drin verbaut habe, was ich in den letzten 10 Jahren darüber so ungefähr gelernt habe. Also es so optimal gestaltet, wie es mir möglich war. Also diese ganzen Kniffe so weit ausgereizt, wie es halt in der Größe möglich ist. Und schalten erstmal aus, das Teil hier. Dass wir ein bisschen was dazu erklären können. So. Also, wir sehen hier normalen Bedini-Motor-Rotor mit Monopol-Anordnung und das sind solche, ich glaube, Barium-Ferrit-Magnete. Die sind in einigen Festplatten drin, also einige alte Festplatten habe ich noch ein paar davon gefunden und habe die hier drauf 4 Stück verbaut. Das ist die Haupt-Bedini-Spule. Will ich sie mal nennen. Da ist nur, die ist gewickelt mit 2x020er Draht und ebenso voll wie sie hier ist, wie ihr sie seht. Dann ist hier noch das dazu gekommen, dass die Spule in einem Blechmantel, will ich mal sagen, ummantelt wird von einem magnetischen, magnetisch ist es nicht, ja, Eisen ist es halt, ne? Ist es diamagnetisch, ja, ne? Also was halt Magnete anzieht. Der Spulenkern in der Mitte, das sind diese ganzen Dinger da, die kommen hier in der Mitte alle raus, habe ich ein bisschen länger gelassen und dann einfach nach hinten umgebogen, dass das hinten praktisch so ein Schild bekommt und an der Seite habe ich hier solches Gitter rundherum gemacht, dass das auch noch eingeschildet ist, ne? Dieses magnetische Feld, was durch unsere Spulen hier drin dann erzeugt wird. Das soll einiges bringen, so habe ich es beim Bedini gesehen. Dann ist hier dran ein BU208 Transistor, 700 Volt, 5 Ampere. Was hierbei noch wichtig ist, ist, wir fahren jetzt ungefähr mit 30 Volt Eingangsspannung und der Back-EMF, der bei 30 Volt entsteht, der ist so 300, 400 Volt ungefähr. Und wenn man hier jetzt diese Überspannungsklimmlampe nur eine einzige reinmacht, ne, meinetwegen eine, die schon bei 90 Volt losgeht, dann werden alle Spannungsspitzen, die über 90 Volt kommen, hier in der Neonklimmlampe verbraten. Auch wenn die Neonklimmlampe nicht leuchtet, so habe ich mitbekommen, fließen da doch Energien drüber. Deshalb bin ich hier auf 4 Neonklimmlampen gegangen. Da ist jetzt eine für 220 Volt Nennspannung ausgelegt. Ich glaube, die gehen aber schon bei 100, 110 Volt los. Also habe ich hier 4x 100 Volt. Und bin immer noch dann unter den 500 Volt oder sogar 700 Volt, was der Transistor schalten kann. Diese Diode über den Transistor, die normalerweise eine 4001er wäre, ist jetzt bei mir eine UF4007. Ne, die kann dann also keine 100 Volt, sondern 1000 Volt ab. Und somit kriegt man auch mehr am Output raus, habe ich gemessen. Ja, das war dieses Gimmick. Was hier hinten jetzt so leuchtet, ist einfach nur der Re-EMF, der die Quelle hier nachlädt. Ne, der ist jetzt über Solar angeklemmt und voll an der Kurzgrenze ausgelegt. Das heißt, ne, ihr seht es, nur ab und zu kommt ein kleines Strompaket rein. Also der zieht fast nichts hier. Aber braucht ja auch nicht viel. Okay, so, dann geht es weiter mit der Triggerstrecke vom Bedini. Und zwar kommt die hier raus. Ich habe den ja zweimal mit 020er gewickelt, also ist die Triggerstrecke auch 020er. Und die wird jetzt nochmal mit einem Read-Switch unterbrochen. Also ihr kommt hier mit eurer Triggerstrecke raus. Dann geht es hier über einen Read-Switch. Hier wird dann die Triggerstrecke richtig mit
mit einem kurzen Puls gezündet, anstatt mit vielen kleinen 1000 Nadelpulsen, ne, so wie es meistens beim Bedini ist. Das ist diese Pfietschen, was er meistens hat, das sind diese 1000 kleinen Nadelpulse, also er schwingt dann praktisch während des Schaltens. Und mit diesem Read-Switch im Trigger habt ihr praktisch eine komplett harte Schaltung. Ne? Und wir wollen ja eine harte Schaltung haben, um einen harten Back-EMF rauszukriegen, ne? So von der Logik her. Scheint effektiver zu sein als viele kleine Back-EMFs hintereinander. Weil wir hier dann eben auch die Zeit lassen können, den Back-EMF wirken zu lassen, dass er auch in die Kondis dann reingehen kann. So, also wir kommen hier von der Triggerstrecke über den Read-Switch und gehen vom Read-Switch, das ist dieses weiße Kabel, nee, dieses rote Kabel, was dann hier ans weiße Kabel geht, in den Vorwiderstand. Und diesmal habe ich keinen Festvorwiderstand genommen, wie es sich beim Bedini gehört, oder ein Potentiometer, sondern habe mir eine Spule gewickelt mit 6,3 Kilo-Ohm Widerstand und 630.000 Windungen. Ja, den Ferrit hat mir der Atze gegeben und hier ein paar Impressionen vom Wickeln. Hat eine Woche gedauert, die Spule zu wickeln. Jeden Tag mal ein paar Stunden, jeden Tag mal ein paar 100.000 Windungen und dann war es das. Mach was Schönes, hat der Atze gesagt, aus dem Ferrit. Mal gucken. Kurz vor der 500.000. Halbe Million Windungen. Eine Woche gewickelt. Bestimmt ja, knapp 10 Mal wieder angelötet, das Ding, weil es gerissen war. Okay, Daumen drücken. Haben wir sie schon? Nein, immer noch nicht. Noch 33 Windungen. Krass, noch 33 Windungen. Na gut, okay, aber dann haben wir sie. Die halbe Million. So, jetzt müssten wir sie aber haben. Denke ich mal. Hä? Oh, endlich. Oh, ich mach drei Kreuzeln, du. Das ist immer. Über eine halbe Million Windungen. Ja, ein bisschen was passt noch rauf. Mal gucken, ob wir noch 100.000 Windungen drauf passen. Ja, aber je größer hier der Durchmesser wird, desto schneller muss ich ja hier abwickeln. Also, ja, je größer desto wird, das hier wird im Durchmesser, desto beschissener wird es mitwickeln. Naja, den Rest kriegen wir auch noch hin. Okay, wir haben 628.450 oder so. Das müsste reichen. Mindestens. Tja. Doch kriege ich keinen verdengelt, wenn ich ranfasse. Ja. Der Hintergrund dessen ist nämlich, die Energie, die in unserem Vorwiderstand flöten geht, da kann ja manchmal ganz schön warm werden, habe ich mitgekriegt, ist ja schon ganz schön enorm. Und die geht
eigentlich ja nur in Wärme über, wenn wir normalen Vorwiderstand nehmen. Meine Überlegung war es die gewesen, warum nicht einfach eine Spule nehmen, ne, die auch diesen Vorwiderstand darstellt, aber während sie diesen Widerstand macht, praktisch dem Strom, dem Widerstand entgegenstellt, kann man ja auch noch ein extra Magnetfeld aufbauen, was dann den Rotor weiter treibt. Ja, das war eigentlich Hintergrund dessen gewesen. Mit 6,3 Kiloohm läuft der auch nur mit der Spule. Also wenn ich einen 6,3 Kiloohm Festwiderstand reinnehme ohne die Spule, dann dreht er sich gar nicht. Dann reicht hier das Drehmoment nicht aus, den Motor weiterzudrehen. Ne, das geht wirklich dann erst mit dieser extra... Also es bringt was, will ich damit sagen. Ne? Also es ist ein Millimü, aber es bringt was. Ne? So. Und über den Vorwiderstand habe ich nochmal in den 3 Mikrofarad Kondensator gehauen. Ich weiß nicht, wie viel Volt der hat, aber um die 3 Mikrofarad hat das Messgerät angezeigt. Und das bringt auch noch einiges. Ja, da schwingt das hier dann immer schön hin und her. Und pulst mir dann hier meine Kondis voll. Das sind meine Output-Kondis, die dann praktisch vollgepulst werden. Und im Betrieb, wir können es noch mal kurz hochfahren, zieht es normal so zwischen 3 und 5 mA. So, wir müssen hier mit Vorglühen hochfahren, weil wenn ich gleich einen Reed-Switch einschalte, gibt es hier ein riesiges Feuerwerk im Reed-Switch, also wird er beim Hochfahren erstmal überbrückt. Dann kann ich nur eine Drehrichtung reinschalten und jetzt... Ja, na gut, okay. Ja, das ist jetzt blöd zu zeigen, weil hinten das Solar immer mit dran ist. Ja, also... Meine Solarladung lädt ja den Akku hier, ne, und der Puls wird dann durchgeleitet. Aber normal zieht er hier zwischen 3 und 5 mA, wenn jetzt kein Solar hinten angeschalten wäre. Ah, jetzt zum Beispiel, ne, ihr seht das? Ja, so ungefähr ist es normal. Genau, ne, so viel zieht er jetzt, so zwischen 3 mA, genau, 3 mA. 3 mA bei ungefähr 30 Volt, das hier ist unsere Quelle. Damit bepulst du jetzt unseren Akku und unseren Kondensator, ne, im Output. Das sind 70 Volt, also 2x 35 Volt Kondensatoren, 1000 Mikrofarad, nicht die 3000, die hier steht. Und davon geht es in einen RMF-Charger, der hier fröhlich vor sich hin lädt und blinkt und leuchtet. Und damit geht's in diesen Akkupack, der jetzt fast das Doppelte an Zellen hat, was die Quelle hat. Also die Quelle hat 28 Zellen mit 1,2 Volt und hier haben wir 48 Zellen in Reihe. Wir haben 700 mAh, wir haben 800 mAh. Und es lädt. Ne? Okay. Wie viel es jetzt lädt, ist jetzt eure Frage. Ne? Ist es ein Selbstläufer oder ist es kein Selbstläufer? Also ist es keine eierlegende Wollmilchsau, so wie es ich hier rausgefunden habe. Ja. Aber, naja, ich weiß es nicht. Nee, ist keine eierlegende Wollmilchsau. Baut eure eigene eierlegende Wollmilchsau. Ich habe keine eierlegende Wollmilchsau, ja? Ich lade jetzt einfach nur mit 28 Zellen, 48 Zellen mit 3 mA. Mehr nicht. Okay? Okay. So, dann habe ich meine Ruhe. ja. Und von dem Akkupack wird dann, eigentlich ist es eine Lampe und eine Zeitschaltuhr. Ne? Die Zeitschaltuhr, die betreibt jetzt einige Pflanzenlichtlampen in der Wohnung hier. Und wenn ich abends mal ein bisschen Licht brauche, kann ich dann mit dem 48 Volt Akkupack hier mir ein bisschen Licht machen. Ne? Wenn man möchte. Im Dunkeln. Ja. Das ist jetzt praktisch
ja, der Endbedini, den ich gebastelt habe. Ne, ist alles drin, was drin sein kann, was irgendwelche Optimierungen bringen müsste oder definitiv bringt. Ne, also alle Sachen, die ich hier, bis auf diesen Mantel hier, ne, da habe ich mich auf Bedinis Video verlassen, da habe ich keine Vergleichstests gemacht, aber zum Beispiel mit diesen vier Neon-Klimmlampen, ne, da kommt mehr am Output raus, wenn er mit Spannungsspitzen höher als 100 Volt rechnet. Mit der Spule als Vorwiderstand anstatt dem Festwiderstand, das bringt auf alle Fälle was. Und auch dieser Trigger, dieser Read-Switch im Trigger, der praktisch einmal hart schaltet anstatt schwingend, ganz oft hintereinander, der bringt definitiv auch was. Das sind die Sachen, die ich rausgemessen habe. Hier mit dem Read-Switch gibt es das Video ultimativer Bedini-Test, das verlinke ich dann nochmal. Ja, und ansonsten ist eigentlich alles gesagt. Hier jetzt nochmal der Schaltplan des Ganzen und wir wollen es nochmal Schritt für Schritt durchgehen. Ja, es waren doch noch ein paar Punkte, die ich nicht erwähnt habe, die doch erwähnenswert wären. Angefangen bei der Geometrie der Akkupacks. Hier ist unsere Quelle, hier ist Input. Das ist genau dasselbe wie hier. Und wir können uns daran erinnern, dass diese Rundzellen ja gewickelt sind. Ja, und je nach Wickelsinn, dementsprechend bilden sie auch mal hier vorne beim Plus in Nord aus oder wenn es andersrum gewickelt sind, dann am Südpol. Deshalb habe ich hier alles vom selben Hersteller die Zellen genommen und habe sie alle in Reihe miteinander verbunden, alle hintereinander, dass ich praktisch diese Magnetfelder, die da beim gepulsten bei der gepulsten Entnahme und auch beim gepulsten Laden entstehen, dass die sich da gegenseitig nicht behindern. Und jetzt ist das so eine Spirale geworden. Ne? Unten haben wir Minus, oben haben wir Plus, was rauskommt. Und ja, an Jörg Hempel will ich da auch nochmal erinnern. Der hat da ja einige Patente drauf. Ne? Und ja, da scheint schon was dran zu sein. Deshalb habe ich das da auch so gemacht. Vom Akkupack, vom Input, geht es über einen Read-Switch, deshalb musste ich den am Anfang erstmal überbrücken, wo ich nach vorne hochgefahren habe, über einen Read-Switch auf einen großen Kondi. Ja, praktisch, wenn der Magnet hier vorbei macht, schließt er mal kurz den Read-Switch und tut praktisch ein Strompaket vom Batteriepack in den großen Kondi reinhauen. Und der Kondi hängt jetzt nonstop am Input des Bedinis. Das bringt auch enorm viel, muss ich sagen. Wenn ihr hier Batterien habt, die sehr hochohmig sind, wo der Bedini überhaupt nicht läuft, macht einfach mal ein Kondi parallel dazwischen und euer Bedini rennt ohne Ende. Ich weiß nicht, was in dem Kondi hier passiert, aber irgendwie scheinen da Energien drin gepuffert werden zu können, die richtig effektiv genutzt werden können, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, dieses berühmt-berüchtigte, darauf muss ich auch noch mal kurz aus, das ist ganz wichtig sogar, ne, das ist ja eigentlich das ganze Schlüsselding, weshalb wir das alles so bepulst machen. Dieses Ding mit dem harten Deck-EMF. So, und zwar ist es ja wirklich vielen aufgefallen. Bedini ist drauf eingegangen, der pocht jedes Mal drauf, dass man mechanisch schalten soll. Dann gibt es diesen älteren Bastler aus Amerika, der PM4 Hybrid, glaube ich, heißt er. Der sagt auch, dass es viel mehr bringt, irgendwelche Akkus, oder er zumindest baut seine eigenen Akkus, der baut Platten, die einen gewissen nonstoppen Strom liefern, ohne dass sie geladen werden müssen. Und bei seinen Platten hat er eben mitbekommen, dass wenn er die nonstop am Strom dran hat, liefern sie 3 mA. Ja, da hat er irgendwie aus 7 Elementen gegossen und die liefern nonstop Strom. Aber wenn er sie entpulst, also gepulst entlädt in einen Superkondensator oder Kondensator hinein, dann kann er um die 25 mA nonstop rausziehen. Ne? Also schon das Achtfache, nur allein, wenn man es gepulst rausnimmt. Ja, und jetzt wäre Hintergrund dessen eventuell folgender. Ja, ich habe das jetzt mal so aufgemalt, wie es mir in meinem Kopf rumschwirrt, ja, auf eure Meinungen und eure Bilder. Vor allem bin ich sehr gespannt. Ich habe es jetzt mal so dargestellt, wie in meinem Kopf ein Kondi aufgeladen wird. Ne? Also wenn unsere Back-EMFs oder
Was heißt BGMF, ne? Egal, ob man hier normalen mechanischen Einschalter macht, ne? Da hast du auch so eine Art Schnalz. Naja, ist jedenfalls wurscht. Also wir schalten ein und dann frisst sich unser Kondensator ja voll mit der Spannung. Also wir geben einmal voll die Spannung drauf von, was ich, 30 Volt auf einen Kondensator, der 0 Volt hat, und dann frisst sich das ja langsam mit der Zeit voll. So. Und wenn wir jetzt abschalten, dann ist ja auf dieser Kondensatorplatte, die da drin ist, trotzdem kurzzeitig noch die 30 Volt, und es dauert ja seine Zeit, bis sich die 30 Volt da drin abbauen. Die ist ja da drin nicht, wenn wir ausschalten, ist ja da in dem Kondensator nicht sofort nichts mehr auf der Kondensatorplatte drauf, sondern die Elektronen sind ja noch, ne, so weit, so dicht da drin, ne, und tun sich ja nur langsam mit der Zeit abbauen. So, und während die sich langsam mit der Zeit, meinetwegen auf der Plusplatte jetzt abbauen, sammeln die sich aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite an. Ne, das heißt, das ist alles Energie, die eigentlich kostenlos, wenn man so will, im Kondi zwischengepuffert wird. Nach meiner Überlegung. Und nach den Überlegungen anderer Bastard, die, ja, man kommt ja selten alleine auf so einen Mist und traut sich dann, das sowas rauszuhauen. Also es gibt mehrere, die davon ausgehen, dass da in der Kombination zwischen mechanischen Schalten und Kondensatoren irgendwas Krasses passiert, was sonst nicht passiert. Ja. Deshalb schalten wir hier so oft wie es geht mechanisch unsere Lasten hin und her. Gut, also wir waren bei der Quelle gewesen. Ne? Unsere Quelle 28 Volt, 1,2 Volt, schalten wir mit einem Read-Switch auf einen Kondi drauf. Ne? Wenn man das Ding hochfährt, Kondi, Read-Switch überbrücken, sonst gibt es hier drin Feuerwerk. Der soll wirklich erst, wenn das Ding hochgefahren ist, die letzten paar Milliampere immer nachliefern, die in dem Kondi hier praktisch fehlen. Und dann durch den Ausschaltstromstoß dürften dann hier extra Energien drin sein, die wir hier aus dem Paket nicht ziehen müssten. Theoretisch. So, jetzt sind wir hier im großen Kondi drin. Der 71 Volt 6800 Mikrofarad Kondi. Das ist dann praktisch der hier. Und von dem geht es weiter in die normale Bedini-Schaltung. Ne, mit diesen vier Neon-Klimmlampen, die ich vorhin erwähnt habe. Am Output eine 10 Ampere, 1000 Volt Diode und hier als Schutzdiode eine 4007 UF. Ne? Ultrafast 4007 Diode, kann 1000 Volt. Powerstrecker ist rot, Triggerstrecke ist grün dargestellt. Wie er Bedini anschließt, wisst ihr ja. So, jetzt kommen wir zu der Spule. Die ist gewickelt mit 2x020er Draht. Und ganz, ganz vielen Windungen, also so wie ihr es da vorne hier gesehen habt. Ne, hier ist ein normaler Stift und meine Hand im Größenvergleich. Keine Ahnung, wie viele Windungen, ich habe damals nicht gezählt. Dürften schon ein paar tausend sein. Ja, mit 2x020er Draht, ne, also hier praktisch identische Drahtstärke, mal ausnahmsweise. Und dann gehen wir hier von der Read-Strecke, ne, da wo wir normalerweise unsere Triggerstrecke anschließen müssten, gehen wir jetzt praktisch auf. Ach nee, wir gehen aus der Spule raus. Wir gehen aus der Spule raus mit unserem Triggerdraht, gehen auf den Read-Switch. Den müssen wir hier optimal positionieren. Also bei dem Read-Switch ist nicht scheißegal, wo er ist. Ne, hier bei dem Eingangs-Read-Switch ist eigentlich scheißegal, wo er ist. Ne? Aber bei dem Trigger-Read-Switch hier, bei dem grünen, da müsst ihr echt aufpassen. Ja, da müsst ihr mal ein bisschen rumprobieren. Bei mir ist ungefähr dieser Bereich hier optimal gewesen. Gehe ich ein bisschen weiter nach rechts, bringt er weniger am Output. Gehe ich ein bisschen weiter nach links, bringt er weniger am Output und zieht mehr. Nur hier an dieser Stelle ist es dann optimal. Ne, bringt er richtig viel am Output und zieht auch am Input relativ wenig. Und ja, von dem Read-Switch geht es dann in den Vorwiderstand. Ne, 36.000 Windungen. 6,3 Kilo-Ohm. Mal gucken, wo man sowas zu kaufen kriegt. Aber ich habe keinen. Also fragt mich gar nicht erst, ob ich euch sowas wickel. Ne, das mache ich nicht nochmal. Ich setze mich jetzt nochmal eine Woche dahin und wickel das. So. Geht es dann hier rüber. 3 Mikrofarad, 400 Volt Kondi drüber. Ah, jetzt ist es für euch eigentlich schon wieder langweilig, ne, wenn ihr diese Spule hier nicht haben könnt. Naja, mal gucken, was wir da für Lösungen finden. Mal schauen. Vielleicht geht es auch.
irgendwas anderes. Ja, und von hier aus geht es dann wieder zurück auf den Triggeranschluss von der Bedini-Schaltung. Ja, und der Rest ist eigentlich auch kein Hexenwerk, ne? Dann geht es normal raus, auch auf einen Kondensator, hier 70 Volt und 1000 Mikrofarad. Das ist der, ein Minus holt er sich hier vom Plus von der Eingangsbatterie, ist ja klar, ne? Wie wenn ihr eine Batterie am Output laden würdet. Und von dem Kondi geht es dann einfach in eine normale RMF-Schaltung mit einem Tipp 41C. Hier 50 Windungen drauf mit 0,20er und 0,15er Draht. Eine LED und 100 Ohm in der Triggerstrecke drin. Und davon geht es dann auf euren 48 Volt, 1,2 Volt, 48 mal 1,2 Volt, 800 mAh Akkupack. Ja, jetzt ist alles gesagt, der natürlich auch so spiralförmig gewickelt ist. Mit möglichst Zellen, die vom selben Hersteller sind, dass sie dieselbe Wickelrichtung haben, damit sie dieselben Pole ausbilden beim bepulsten und Entladen. Gut, ja, und dann läuft das Ding bei ungefähr 30 Volt, 3 mA und lädt den Akkupack. Gut. Na dann. Jetzt wisst ihr's. Oder nicht, ich weiß nicht. Naja, bis später jedenfalls.